Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier bei Bunt und Süß. Schön, dass ihr vorbeischaut. Heute mache ich mit euch mein absolutes Lieblings-Sommergetränk und zwar Zitronenmelissen-Limonade. Dafür pflücke ich die Zitronenmelisse ganz frisch aus meinem Garten. Ihr könnt die auch in gut sortierten Supermärkten finden. Zitronenmelisse ist mega gesund, hat ganz viel Vitamin C und wichtige Mineralstoffe und ja, die schmeckt natürlich auch total lecker. Der beste Zeitpunkt, sie zu ernten, ist kurz vor der Blütezeit oder während der Blütezeit. Außer Zitronenmelisse habe ich eine halbe Zitrone, etwas Ingwer, dann habe ich hier noch etwas Schafgarbe. Die mache ich einfach dazu, weil die schön mild schmeckt und auch mega gesund ist. Und man kann von der Schafgarbe sogar die Blüten verwenden. Dann habe ich natürlich hier meine Zitronenmelisse, ganz frisch aus dem Garten. Da werde ich jetzt die Blätterchen abzupfen. Für einen halben Liter Wasser benötigt ihr ungefähr eine Handvoll Zitronenmelissenblätter. Meine Zitrone habe ich schon geschält und den Ingwer auch. Und jetzt gebe ich das alles hier in meinen Mixer rein. Das ist ein sogenannter Smoothie Maker. Ich habe euch auch mal im Infotext verlinkt, wo ihr den bestellen könnt. Also ich bin total zufrieden mit dem, weil der mixt alles total schnell und ziemlich fein. Jetzt gebe ich noch etwas Wasser dazu und dann kann das Ganze auch schon gemixt werden. Dafür einfach hier reinstecken, drehen und ab geht die Luzi. So, das Ganze kurz etwas abstehen lassen und dann werde ich die restlichen Fasern, die jetzt noch drin sind, durch ein Sieb herausfiltern. Das mache ich einfach, weil diese Fasern, die bleiben beim Trinken so im Hals stecken und kratzen und ja, das braucht ja kein Mensch. Deswegen werde ich den Rest jetzt hier entsorgen. Jetzt fülle ich alles mit Mineralwasser auf. Das Ganze schäumt auch total. Also ein bisschen aufpassen, dass es nicht überschäumt. Bei Bedarf kann man jetzt natürlich auch noch Zucker dazugeben, das habe ich mir aber gespart wegen den Kalorien. Und es schmeckt natürlich auch so total lecker und frisch. Prost! Ah. Oh, ein bisschen sauer.